Herr Präsident, meine Damen und Herren! Inklusion ist ein Menschenrecht. Ich denke, wir alle haben eine Vorstellung davon, wie unser Leben aussehen soll. Wir arbeiten daran, dass unsere Wünsche, Ziele, Träume, dass sie Wirklichkeit werden. Und tatsächlich ist es durch unser Grundgesetz verbrieftes Recht, dass jeder Mensch sich frei entfalten darf. Die Freiheit jeder Person ist unverletzbar, die Würde aller Menschen unantastbar und alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht sind an diese Grundrechte gebunden. Das alles gilt selbstverständlich auch für Menschen mit Behinderung. Ja, Inklusion ist ein Menschenrecht. Realität und Lebensalltag sehen allerdings für die Betroffenen, für viele Menschen anders aus. Tagtäglich müssen sie um ihr Recht auf Unterstützung kämpfen, Barrieren überwinden. Und das meine ich, ist in einem reichen, in einem zivilisierten Land wie Deutschland nicht weiter hinnehmbar. Spätestens mit dem Beitritt der Bundesrepublik Deutschland in 2009 zur Menschenrechtskonvention der Vereinten Nationen für Menschen mit Behinderung besteht die Verpflichtung, gleichberechtigte Teilhabe für Menschen mit Behinderung zu gewährleisten. Und dies versprach die Bundesregierung zu tun mit einem Bundesteilhabegesetz. Ich muss nicht weiter auf die Genese dieses Gesetzentwurfs hinweisen. Den kennen wir alle. Und der Kollege Neumann hat es eben auch schon erwähnt. Wir haben bereits im letzten Jahr hier im Landtag mit einem Beschluss deutlich gemacht, welche Mindestanforderungen wir an ein Bundesteilhabegesetz stellen. Leider finden sich nicht alle diese Forderungen im Gesetzentwurf wieder. Auch die Sozial- und Behindertenverbände haben ihrerseits durch eine Vielzahl von Protestaktionen gegen den vorgelegten Gesetzentwurf aufmerksam gemacht, wo hier wesentliche Regelungen deutliche Einschränkungen der Selbstbestimmung und Teilhabe zur Folge haben werden. Zugegeben, an einigen Stellen gibt es Verbesserungen, Frühförderung in der Arbeitswelt, sicher. Aber wesentliche Regelungen dieses Gesetzentwurfs widersprechen in eklatanter Weise unserem Grundgesetz und auch den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention. An erster Stelle ist die Zugangsregelung zur Unterstützungsleistung der Eingliederungshilfe zu nennen. Nur wer 5 von 9 definierten Lebensbereichen dort Unterstützungsbedarf hat oder persönliche Assistenz in 3 von 9 benötigt, soll demnach Unterstützungsleistungen erhalten. Dies kommt einem Ausschluss all derjenigen aus dem Unterstützungssystem gleich, die in den Augen des Gesetzesgebers nicht behindert genug sind. Das ist defizitorientiert, das ist diskriminierend, es ist schlichtweg absurd, und hier muss der Gesetzentwurf geändert werden. Das Wunsch- und Wahlrecht wird unterlaufen dadurch, dass Assistenzleistungen von mehreren Betroffenen gemeinsam in Anspruch genommen werden sollen. Stichwort Poolen. Auch hierzu gab es eben schon Ausführungen. Natürlich gibt es Bereiche, wo das sinnvoll erscheint und sicherlich auch sich umsetzen lässt. In intimen Lebensbereichen und in der Lebensgestaltung darf eine gemeinsame Leistungsunterbringung nicht gegen die Zustimmung der Betroffenen laufen. Und hier müssen die Betroffenen selbst entscheiden können. Das Wunsch- und Wahlrecht wird unterlaufen durch den Kostenvorbehalt, der vorschreibt, dass Leistungsanbieter mit Preisen im unteren Drittel der Angebote eingesetzt werden dürfen. Hiermit besteht tatsächlich die Möglichkeit, Menschen mit hohem Assistenzbedarf zwangsweise in stationären Einrichtungen unterzubringen, weil dies als angemessen erscheint und vor allen Dingen billiger zu haben ist. Das ist diskriminierend und das ist das Gegenteil von personenzentrierter Leistungserbringung. Hier besteht klarer Änderungsbedarf. Auch bei der Schnittstelle Eingliederungshilfe und Pflege soll es Verschlechterungen statt Verbesserungen für die Betroffenen geben. Nach diesem Gesetzentwurf sollen viele der Menschen mit Behinderung, die in Wohngemeinschaften leben, weniger Geld aus der Pflegekasse erhalten als andere Pflegebedürftige. Das ist diskriminierend und wird auch von Verfassungsrechtlern als verfassungswidrig beurteilt. Auch hier besteht Änderungsbedarf. Pflege soll nach dem Gesetzentwurf im häuslichen Bereich Vorrang vor Eingliederungshilfe haben und umgekehrt im außerhäuslichen Bereich. Die Leistungen der Pflege und Eingliederungshilfe unterscheiden sich aber elementar, und sie dürfen nicht alternativ angeboten werden, sondern müssen gleichberechtigt nebeneinander stehen. Auch hier sind Änderungen am Gesetzentwurf nötig.
Nach wie vor wird das Einkommen zur Leistungserbringung von Unterstützungsmaßnahmen herangezogen. Die Erleichterung, Erleichterungen durch den BTAG-Entwurf würden nur für jene gelten und sind in einem komplizierten Berechnungsverfahren. Das hat zur Folge, dass Menschen, die Unterstützungsbedarf haben, praktisch die Beseitigung von Barrieren und die notwendige Unterstützung zur Teilhabe aus eigener Tasche finanzieren. Das ist diskriminierend und widerspricht den Grundsätzen gleichberechtigter Teilhabe und Selbstbestimmung. Auch die Beteiligung an den Kosten zur Eingliederungshilfe. Hier weigert sich die Bundesregierung schlichtweg, sich konsequent an den Kosten zu beteiligen. Hier muss der Bund mehr Verantwortung übernehmen, meine Damen und Herren. Ein Bundesteilhabegesetz muss die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen verbessern. Es muss die Vorgaben des Grundgesetzes befolgen und die Forderungen der UN-Behindertenrechtskonvention befolgen. Es muss in wesentlichen Punkten geändert werden, denn der bisherige Entwurf der Bundesregierung entspricht nicht diesen Forderungen. Wir haben im Bundesrat, Wie viele Seiten sind es denn noch, Frau Kollegin? Okay. Weil die anderen Kollegen haben auch noch ein paar Sätze. Letzter Satz. Wir fordern die Landesregierung auf, sich im Bundesrat für diese Änderungen einzusetzen. Erst mit diesen entsprechenden Änderungen würde der BTAG-Entwurf zustimmungsfähig werden. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns heute hier als Land Nordrhein-Westfalen ein wichtiges Zeichen sprechen. Ein gemeinsames Zeichen. Ich bitte um Zustimmung zu diesem Antrag. Dankeschön.